willkommen, liebe Lipsianer. Es ist soweit. Tag 20 unseres Lipsia-Jahres-Countdowns im Jahr 2020 steht an. Also, der letzte Tag in diesem Jahr an meiner Seite heute ist Patrick Kreuzer. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke, Pippo. Ich freue mich auch. Wir beide haben heute die wunderbare Aufgabe, durch das Programm zu führen. Wir haben viel geplant mit Vorstandsmitgliedern, mit Impressionen aus diesem Jahr, auch wenn es ein bisschen schwierig war. Wir haben da einiges zusammengekramt. Ihr dürft auch ein bisschen Sport mitmachen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mitmachen. Ansonsten bleibt uns nur viel Spaß zu wünschen und bleibt dran, schaut euch das Ganze an. Ja, wie bereits erwähnt, spielt heute unser Vorstand eine größere Rolle bei dem, was wir mit euch vorhaben. Den würde ich euch jetzt einmal vorstellen. Die meisten von euch kennen sie sicherlich alle schon oder haben sie zumindest schon mal gesehen. Ich beginne mit unserem Präsidenten. Der rückt jetzt an meine Seite. Das ist einmal der Christian Lohmeier. Christian, schön, dass du da bist. Genau, ihr kennt ihn sicherlich alle. Wichtigster Mann im Verein. Weiter geht's direkt mit unserem Geschäftsführer. Das ist einmal der Jan Erdminger. Jan, hallo. Genau, des Weiteren werdet ihr nachher auch in Action sehen, unseren Leiter des Nachwuchsbereiches, das ist der Udo Meier. Hallo Udo. Hallo. Für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist unsere liebe Anke Heinze. Hallo Anke. Und ebenfalls wichtig für Marketing, Sponsoring verantwortlich, unser Ronny Richter. Hallo Ronny, schön, dass du auch da bist. Jawohl. Auch gibt es natürlich noch andere Mitglieder des Vorstands, die heute leider nicht dabei sein können. Das ist zum einen unser Schatzmeister Christian Fabianski, auch der sei an dieser Stelle lieb gegrüßt, genauso wie unser Leiter für den Erwachsenenbereich, das ist der Julius Nietzsche. Dazu kommt noch der Veranstaltungsleiter, der Fuchser, Robert Fuchs, kennt ihr sicherlich auch alle. Für den Bereich Technik verantwortlich ist Matthias Tuselt und unser Schiedsrichterobmann Roberto Kott gehört ebenfalls zum Vorstand. Genau, das sei zur Vorstellung gesagt. Weiter geht's mit dem Programm. So, liebe Lipsianer, weiter geht es jetzt mit einem kleinen sportlichen Teil an unserem Silvester-Countdown. Der Udo, unser Jugendleiter, hat ein paar Plank-Positionen für euch vorbereitet. Ich überlasse ihm gleich das Feld. Ihr könnt gern mitmachen. Im Hintergrund seht ihr noch ein paar Bilder. Viel Spaß dabei. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's sein Rhythmus, als gäb's sein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen, wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. So, ich freue mich jetzt, Jan ankündigen zu dürfen, der jetzt seinen Rückblick für 2020 macht. Liebe Lipsianerinnen und liebe Lipsianer, ich wähle heute den Rückblick bewusst sehr kurz, da 2020 nicht nur bei Lipsia als besonderes Jahr in die Geschichte eingehen wird. Vor einem Jahr ahnte noch niemand, vor welche Herausforderungen uns 2020 stellen würde. Corona hat vieles auf den Kopf gestellt, uns aber auch gezeigt, dass diese Krise uns noch stärker zusammenschweißt und mit vereinten Kräften viel geschaffen werden kann. Welche drei Punkte nehmen wir insbesondere aus 2020 mit? Erstens. Unsere Trainerinnen und Trainer sind sehr flexibel und kreativ, wenn es darum geht, Trainingskonzepte fast im wöchentlichen Wechsel zu überarbeiten und an die neuen Hygienebestimmungen anzupassen. Zweitens, wir haben es geschafft, ein Konzept zu erarbeiten, das es uns ermöglicht, Zuschauer bei Heimspielen zu begrüßen. Und drittens, wir haben Mitglieder, die uns den Rücken stärken und Lipsia treu sind. Das heißt, die Corona-bedingten Vereinsaustritte sind momentan an einer Hand abzuzählen.
Ich glaube, diese drei Punkte bildeten in diesem Jahr das Fundament, um als Verein in ruhigem Fahrwasser zu sein und sich den Herausforderungen der Corona-Pandemie stellen zu können. Genau, weiter geht's jetzt mit dem nächsten sportlichen Teil für heute. Und zwar hat die Anke jetzt eine kleine Mini-Tabata-Einheit für euch vorbereitet aus Bergsteige und gesprungenen Sumo-Kniebeugen. Ich überlasse wieder das Feld. Ihr seht dazu wieder ein paar Lipsia-Eindrücke. Viel Spaß beim Mitmachen. Kommen zum nächsten Programmpunkt. Das sind für uns die besonderen Mitgliedschaften, Jubilare, die 10 bis 14 Jahre dabei sind, sind Falko Kritschanjak, Tobias Schneeweiß, Chiara Hell, Tom Weiß, Philipp Meyer, Marcel Heinze, Niklas Reinke, René Besch, Mike Runert, Julius Nitsche, Aline Schwara, Tim Teichert, Ronny Günther, Sascha Gerstenberger, Christian Fabianski, Thomas Sommer. Genau, ich mache weiter mit Jubilaren der Mitgliedschaft von 15 bis 19 Jahren im Verein. Das sind zum einen Oliver Karpstein, Karl Lohmeier, Christian Lohmeier, Udo Meier, Stefan Schäfer, Josephine Schmidt, Marie-Luise Marschke, Ilka Erfurt, Felix Lange und Maximilian Stöckmann. Die nächsten Jubilare sind 20 bis 24 Jahre dabei. Das sind Matthias Tuselt, Sascha Tessler, Klaus-Peter Bartels, Robert Fuchs, Ludwig Geigenmüller, Martin Hirschfeld, David Erfurt. Und dann noch diejenigen, die schon am längsten bei uns im Verein tätig sind oder Mitglied. Das sind zum einen Patrick Kreuzmann, Andreas Kreusel, Alexander Eigner, Sebastian Klaus, André Woleski, Jan Erdmenger, Uwe Franz, Rick Naumann, Michael Gliem und Ronny Richter. Vielen Dank euch allen für die jahrelange Treue und auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre, solange wir eben dem SV Lipsia treu bleiben wollt und hoffentlich auch werdet. Ja, leider haben wir in diesem Jahr zwei langjährige Wegbegleiter verloren, welchen wir an dieser Stelle die Ehre erweisen wollen. Frank Sigi Sigismund und unseren Winfried Winne Becker. Am 5. Dezember wäre Winne 60 Jahre Mitglied des Vereins gewesen. Beide Sportfreunde haben viele Jahrzehnte Vereinsarbeit geleistet und wir möchten jetzt eine Minute Zeit nutzen, um ihnen zu gedenken.
Ja, liebe Lipsianer, nach dieser Minute des stillen Gedenkens an Winne und unseren lieben Siggi wollen wir jetzt wieder ein bisschen Heiterkeit euch in die Gesichter zaubern. Und dafür ist an meiner Seite der Ronny Richter, der neben dem Marketing bei uns beim SV Lips ja vor allem dafür bekannt ist und auch verantwortlich ist, allen ein bisschen Freude zu vermitteln. Und das wird er auch jetzt bei euch versuchen. Hat dazu ein sehr schönes Gedicht vorbereitet von Heinz Erhardt. Das wird er euch jetzt vortragen und euch damit ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Viel Spaß dabei. Ja, und da ja vermutlich heute auch ein paar Leute zuschauen, die auch mit Fußball was zu tun haben, hier das passende Gedicht dazu von Heinz Erhardt. 44 Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel. Und weil sie so rasch rasen müssen, nennt man das ein Rasenspiel. Rechts und links stehen zwei Gestelle. Je ein Spieler steht davor. Hält den Ball er, ist ein Held er. Hält er nicht, schreit man, du Tor! Fußball spielt man meistens immer mit der unteren Figur. Mit dem Kopf, obwohl es erlaubt ist, spielt man ihn ganz selten nur. Danke. Als nächster Punkt ist die Vorausschau für das Jahr 2021 und hiermit übergebe ich an Christian. Liebe Vereinsmitglieder, wir als Verein blicken optimistisch ins kommende Jahr. Denn wir hoffen, dass wir die größte Zeit der Corona-Pandemie im Anfang des nächsten Jahres überstanden haben und werden bestimmt unter gewissen Auflagen im Februar oder März wieder mit dem Trainingsbetrieb und später mit dem Spielbetrieb starten können. Wir wünschen euch, liebe Mitglieder und Sympathisanten des SV Lipsia, dass ihr alle die Corona-Pandemie gut übersteht und wir uns bald wieder auf unserer Sportanlage in der Teerstraße, intern auch gern Winfried-Becker-Kampfbahn genannt, wiedersehen. Auch in 2021 wollen wir unser Vereinsgelände weiterentwickeln. Es handelt sich um ein Brunnenprojekt. Deshalb haben wir bei den Ämtern einen Brunnenneubau beantragt, um auch zukünftig unsere schönen Rasenplätze mit ausreichend Wasser versorgen zu können. Wir würden uns freuen, wenn wir mit euch gemeinsam noch weitere Projekte angehen können. Neue Vorschläge werden vom Vorstand kommen. Ich freue mich schon auf die Zeit nach Corona, denn es wird für uns alle wieder eine sehr schöne Zeit. Dann, wenn wir wieder bei einem kühlen Getränk und mit einer leckeren Bratwurst in der Hand unseren Lieblingen, ob groß oder klein, beim Fußballspielen zuschauen. Gerne werden wir dann auch wieder in unserem Vereinsheim sitzen und live die erste Liga verfolgen und uns mit allen Trainern, Freunden und anwesenden Fachleuten vom Verein oder unseren zahlreichen Fans über die deutsche Meisterschaft, Pokal und internationalen Meisterschaften austauschen. Auch wenn nur die Hinrunde gespielt wird, wird es für uns noch eine spannende Saison. Den Frauen und den Nachwuchsmannschaften drücken wir ganz fest die Daumen, aber auch unsere erste und zweite Mannschaft. Die erste hat noch Chancen auf Platz 1 und die zweite Mannschaft braucht noch viel Kraft für den Verbleib in der Stadtliga. Wir hoffen, dass die gesteckten Ziele uns gelingen. Die grün-weiße Sonne wird wieder über uns scheinen und wir freuen uns auf ein gemeinsames Jahr 2021. Ja, liebe Lipsianer, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja, uns hat sich alles ein bisschen in die Länge gezogen, unser Jahresrückblick und unsere Vorschau. Aber jetzt, ich stehe live hier auf dem Leipziger Marktplatz. Um mich herum sind schon die Raketen unterwegs in den Himmel. Und Christian steht an meiner Seite. Wir haben also jetzt keine Kosten und Mühen gescheut, unseren Vorstand nochmal auf der gesamten Welt zu verteilen zu Silvester. Und alle haben noch ein paar Grüße für euch vorbereitet. Ich übergebe den Ball an Christian. Der hat noch ein paar Worte für euch und wünsche euch frohes Silvester. Danke. Liebe Mitglieder des SV Lipsias, ihr seid die Stütze unseres Vereins. Und nur durch eure Kraft und euren Einsatz konnten wir in den letzten Jahren große Projekte beim SV Lipsia umsetzen. Der Vorstand des SV Lipsia dankt euch für euren Einsatz und wünscht euch allen ein gesundes und glückliches Jahr 2021. Ich werfe den Ball über die Themse nach London und Jan fängt ihn auf.
Ja, Christian, Dankeschön. Wie immer ein perfektes Zuspiel. Neujahrsgrüße natürlich auch von mir hier live aus London. Liebe Ehrenamtliche des SV Lipsia, liebe Vorstandskollegen, ich bedanke mich für euer Engagement, eure Flexibilität sowie Kreativität in diesem besonderen Jahr 2020. Ich wünsche euch und euren Familien im neuen Jahr eine Rückkehr zur Normalität und viele schöne Stunden auf unserer Lipsia-Sportanlage, aber vor allem Gesundheit. Ich gebe jetzt weiter an unser Känguru Udo, der mit einem Wahnsinnssprung aus dem Plank nach Sydney gehüpft ist. Udo? Danke, Jan. Grüße aus Sydney. Liebe Trainer, ich möchte mich bei euch für die tolle Zusammenarbeit in diesem schwierigen Jahr 2020 ganz herzlich bedanken und wünsche uns allen für das Jahr 2021 genauso viel Leidenschaft bei der Unterstützung und Betreuung der Mannschaften wie in der Vergangenheit und hoffe, dass wir uns bald alle wieder auf den Lipsia-Sportplatz sehen. Bleibt alle gesund, euer Jugendleiter. Nun spiele ich den Ball weiter ins Disneyland Paris zu Anke. Danke, Udo. Und ich möchte mich beim Social-Media-Team bedanken. Danke an Jürgen Weihrauch und sein Team vom Eutritscher Rundblick. Danke auch an Max Stöckmann und Patrick Kreuzmann sowie an Philipp Meyer für die tatkräftige Unterstützung. Ohne euch wäre Insta, Facebook und Co. nicht das, was es ist. Feiert schön und rutscht gut rein. Ich gebe ab an Ronny in Rio. Mensch, Anke, ich bin doch noch gar nicht so weit. Mensch. Ja, liebe Grüße von Rio, dem Rio des Ostens. Nahe Kühlungsborn wurde mir gesagt. Stehe ich gerade und wollte mich ganz herzlich bei unseren Sponsoren und Förderern des Vereins bedanken, die uns auch in diesen schweren Zeiten beistehen und hoffe auf weitere gute Zusammenarbeiten in den kommenden Jahren. Naja, und das Jahr. Bist du schon drauf oder was? Ich hab mir da noch was Kleines vorbereitet. So, mein Guter, jetzt zieh dir erstmal deine Jacke noch an. Wird ja auch langsam ein bisschen frisch, hä? Ja, es ist hat ganz schön angezogen, weil es ja wie gesagt nicht Rio. Zum Abschluss noch ein paar wärmende Worte von einem der größten Fußballphilosophen, die unser Land je hervorgebracht hat. Mal schauen, wer es in den Kommentaren nachher schafft, auszufinden, wer es war. Also wir stellen uns vor, es ist 1993 und die Pressekonferenz läuft. Ein bisschen mehr Freude und weniger Streit. Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass. Ein bisschen mehr Wahrheit. Das wäre doch was. Ich wünsche uns allen vor allem Gesundheit und Glück und ein gutes Miteinander 1994. Danke. Und jetzt wird der Ball zurückgespielt nach Eutritsch zu unserem genialen Duo Patrick und Philipp. Viel Spaß noch. Ja, danke dir, lieber Ronny Kreuzer. Na klar. Ja, danke Pippo, danke an alle, die ihr hier dabei geblieben seid. Die letzten Worte gehören Pippo. Ja, liebe Lipsianer, das waren 20 Tage jetzt, die wirklich mit allem gespickt waren. Ja, zu Hause konntet ihr endlich mal ein bisschen was machen wieder und wir hoffen, dass wir uns bald, so wie ihr es hinter uns sehen könnt, wieder auf dem Lipsia-Platz sehen können, an der Teerstraße und dort gemeinsam Sport machen können. Wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß, wir hatten das auf jeden Fall. Vielen Dank an Alex von ADK Medien und auch an Hans von Evoletics, die uns ja tatkräftig unterstützt haben, das ganze Projekt auf die Beine zu stellen. Wir haben ein paar schöne Einsendungen von euch erhalten, Bilder, Videos, war alles dabei. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder beim SV Lipsia an der Teerstraße. Bleibt so lange mit Leidenschaft am Ball. Tschüssi, ciao, schönes neues Jahr.